da melden wir uns wieder am Mittwochmorgen. Sind wieder, wie ihr sehen könnt, unterwegs mit dem Auto. Ich hatte mich ja gestern zuletzt gemeldet noch aus der Schlucht, aus dem Canyon. Das war echt wirklich eindrücklich. Von dort aus ging es dann, ich glaube, nochmal knapp 2 Stunden Fahrt wieder zurück. Also wie gesagt, eigentlich war das von der Distanz gar nicht weit. Wir haben auch kaum was verfahren vom Sprit. Aber wir konnten einfach da auf dem Schotterweg nicht so schnell fahren, deswegen hat es einfach länger gedauert. Haben dann noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht in einer Stadt, weil wir da zufällig einen größeren Spielplatz am Straßenrand gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, ach, die Stimmung ist gerade so ein bisschen, wir halten hier mal kurz an. Das war auch echt ganz schön. Wir waren da die einzigen in diesem kleinen Park, da direkt an der Straße. Aber für die Kinder war es genug, um sich mal eben auszutoben, ein bisschen zu bewegen. Genau, und dann ging es auch wieder weiter. Diese Nacht hatten wir jetzt auch wieder in einem Quality Inn Hotel, also ist ja so ein 2-Sterne-Hotel. Aber für uns völlig ausreichend, wieder mit so 2 großen Doppelbetten und Frühstück inbegriffen. War deutlich weniger los vom Gefühl her. Ich glaube, das ist eher so ein typischer Stopp für Truckfahrer, für dann eine Nacht einmal Pause machen. Und sind wir dann angekommen, eingecheckt und alles problemlos geklappt. Und von dort aus sind wir dann einmal nochmal quasi quer über die ganzen Parkplätze rüber, weil das ist quasi mitten in einem Einkaufsgeschäfte, Industriegebiet mit 1000 Millionen Fastfood-Restaurants. Genau, und da sind wir dann einmal nochmal zu Walmart, haben ein paar Sachen eingekauft. Und haben dann für den Großen noch ein Happy Meal bei McDonald's geholt, weil er keine Lust auf Subway hatte. Und sind dann zu Subway und haben dann dort gegessen. Und dann ging es auch wieder zurück zur Unterkunft. Wir haben dann gar nicht mehr groß viel gemacht. War dann ja auch endlich schon relativ spät. Die Kids konnten noch ein bisschen spielen und dann war auch Bettzeit. Torben war dann nochmal im Pool. Also das gehört da ja zur Standardausstattung dazu, dass da mal ein Pool dabei ist und so ein kleiner Fitnessbereich. Diesmal gab es wohl aber kein Spa-Pool, also nur ein etwas leicht warmer Pool. Hat sich Torben dann auch nicht allzu lange aufgehalten. Und genau, heute Morgen gab es Frühstück, war wie gesagt ganz okay. Eigentlich ist genau das gleiche Angebot wie bei dem anderen auch. Und dann haben wir heute Morgen noch ein Videotelefonie spontan gehabt, Telefonat. Und haben jetzt die Sachen wieder gepackt und sind jetzt wieder auf dem Weg. Haben jetzt schon echt eine gute Strecke hinter uns und einige Staaten hinter uns gelassen. Ist echt auch spannend, wie dann auch so ein bisschen die Natur sich verändert. Jetzt deutlich grüner geworden, wie man vielleicht auch sehen kann hier im Hintergrund. Und sind jetzt gespannt auf die nächste Unterkunft. Ist auch wieder eine Airbnb-Unterkunft. Wir hoffen, dass wir da auch ein bisschen eher rein können, weil wir jetzt auch wieder eine Stunde zurück dann noch mehr sind, also dann wieder statt 8 Stunden, 9 Stunden Unterschied zu Deutschland. Sind wir einfach mal gespannt, was so kommt und nehmen euch weiterhin natürlich mit. Die nächsten Tage werden wieder spannend. Seid einfach gespannt und kommt mit. We'll be right back.
Moin, nach unserer gefühlt endlosen Fahrt sind wir jetzt in Hines angekommen. Gefühlt endlos deswegen, weil die Landschaft sich ganz schön lang gestreckt hat. Es ging teilweise echt mal nur 20 Minuten geradeaus, Viertelstunde 20 Minuten. Und nur gut, aber jetzt sind wir angekommen, 2,5 Stunden haben wir gebraucht, waren jetzt gerade noch mal kurz einkaufen. Unsere Unterkunft ist hier nur 2 Straßen weiter. Wir sind jetzt hier noch auf dem Spielplatz. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich gerade, wo ich hier hochkletter. Oh, hier ist noch eine Stange. Das ist eine riesige Rutsche. Auf 2 Seiten. Genau. Und der Große wartet da schon auf mich. Er möchte nicht rutschen, aber ich soll hier einmal rutschen. Ich würde sagen, ich rutsche einmal runter, ansonsten gibt es hier nicht viel zu berichten. Wir sind hier quasi gut angekommen. Bleiben hier auch nur eine Nacht. Morgen früh geht es direkt weiter. Wir sind jetzt wieder 9 Stunden hinter Deutschland. Und genau, wir bringen jetzt hier einfach noch ein bisschen Zeit auf den Spielplatz. Und später dann halt einfach in der Unterkunft. Also auf geht's. Rutschen. Fine, can I come? Are you ready? Moin. So, unsere Unterkunft hier in Hines oder Heinz. Große Couch, konnte man noch ausklappen. Großen Bereich hier vorne. Wir sind super begeistert von der Unterkunft. Großes Schlafzimmer hier mit genügend Platz. Eine Durchgangstür zum Bad. Zack. Und schon ist man drüben im anderen Schlafzimmer. Und das Ganze geht dann quasi hier wieder zurück auch. Da war ich eben gerade hier in den Küchenbereich. Es ist alles da, was man sich vorstellen kann. Mega gut ausgestattet. Es gibt ja noch Kinderspielzeug in einer Schublade, eine Kaffeemaschine. Es waren noch andere Sachen vorhanden. Man konnte jetzt sich noch Sachen backen. Waschmaschine und Trockner gibt es hinten auch. Es gibt noch ein Reisebett. Wie gesagt, also wir haben hier nichts weiter vermisst. Wir waren hier auch wieder nur eine Nacht. Das heißt, die Unterkunft, die würden wir auch empfehlen für ein paar mehr Nächte. Super cool. Ich war gestern noch mit der Kleinen spazieren. Und hier laufen auch Rehe durch die Straße einfach so. Und Eichhörnchen hüpfen hier mal über den Garten. Das heißt, man kann ja auch aus dem Fenster heraus so ein paar Sachen beobachten. Und für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren heute nach Madras. Das ist circa 3 Stunden Fahrt. Und unser letzter Stopp vor Portland. Und in Portland haben wir dann ein House-Sitting. Da sind wir schon ganz gespannt drauf. Wir passen auf 3 Hunde auf. Freuen wir uns auch schon. Das heißt, wir werden da auf weniger tagsüber voll aktiv unterwegs sein. Da ja auch der Hauptaugenmerk darauf liegt, dass wir auf die Tiere aufpassen und das Haus. Und genau, da müssen wir morgens um 11 sein. Das heißt, von unserer nächsten Unterkunft werden wir auch ziemlich früh losfahren müssen, da wir dann nochmal circa 3 Stunden Fahrt brauchen oder 2,5 bis 3. Und wir ja nicht zu spät kommen wollen. Genau, hier haben wir nichts vergessen. Ich habe nochmal kurz geschaut. Wir haben alles fertig. Ich muss gleich nur noch abschließen. Technik liegt hier auch nichts mehr. Und ich würde sagen, wir machen uns dann mal auf den Weg. Bis später. So, wir sind jetzt in Madras, haben unsere Fahrt hierher gut überstanden. Hier stehen wir, da ist unser Zimmer, sind hier in der Econo Lodge. Hier soll es auch noch einen Pool geben. Es ist hier übrigens deutlich kälter. Ich laufe jetzt zwar noch einen Tanktop rum, aber es sind bestimmt nur 15 Grad.
Müsste ich mal nachher mal gucken. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit schon gegessen. Und ich wollte noch einmal schauen, ob es hier auch einen warmen Pool gibt oder ob das jetzt nur ein kalter Pool ist, was die hier so im Angebot haben. Einen großen Indoor-Pool. Das sieht mir jetzt nicht so warm aus. Ich glaube, das werde ich mir heute nicht geben, da nochmal drinnen zu schwimmen. Der ist bestimmt auch nicht groß beheizt, weil das natürlich nur eine Annahme ist. Genau, das ist auch nur so ein Ein-Stern-, Zwei-Sterne-Unterkunft, weil wir hier eigentlich nur übernachten wollen. Morgen müssen wir sogar richtig früh raus. Ich glaube 7.30 Uhr war das. Fahren wir hier schon wieder los. 6.30 Uhr gibt es hier Frühstück bis 9.30 Uhr. Das heißt, mit Frühstück ist das auf jeden Fall noch okay. Das können wir uns hier noch schnell holen. Und dann wollen wir aber auch direkt weiter. Der Hintergrund ist, dass wir von hier aus einmal nach Portland fahren und in Portland ja eine Unterkunft jetzt über das House-Sitting haben. Darüber schreiben wir übrigens auch noch mal ein bisschen was in unserem Blog. Eine eigene Seite dafür. Und dort passen wir auf 300 auf fürs Wochenende bis Sonntag, Sonntagabend, bis wir dann nochmal eine Nacht in Portland so haben. Und dementsprechend haben wir mit denen abgemacht, dass wir uns nochmal um 11 Uhr bei denen zu Hause treffen, um das abzusprechen, bevor die losfahren. Und wir quasi dann nochmal Infos austauschen, was vielleicht für uns nochmal wichtig ist zu beachten oder sonstiges. Daher geht es heute auch zeitig ins Bett, auch für alle beteiligten Erwachsenen. Und von uns aus heute nicht mehr viel. Die Fahrt hierher war soweit okay, gab keine großen Zwischenstopps. Die Landschaft hat irgendwann dann gewechselt in mehr Grün und Wälder und mehr Berge. Und es war auf jeden Fall auch sehr bewölkt heute. Wir einmal kurz die Drohne steigen lassen, aber ansonsten gab es eigentlich nicht viel zu berichten. Genau. Also von daher, für heute war es das. Und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen und schauen mal, wie das Ganze so wird am Wochenende. Bis dahin. Moin, da grüße ich euch wieder. Jetzt, wenn wir hier immer losfahren, dann begrüße ich euch jetzt mal ein bisschen. Nicht wundern, hier mit meinen Lippen übrigens. Seitdem wir hier in den USA sind, habe ich übelst trockene Lippen. Meine Haut mag wohl mehr die Luftfeuchtigkeit in Hawaii. Genau, wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Es ist relativ früh, es ist jetzt 7.40 Uhr. Für uns eine sehr ungewöhnliche Zeit aufzubrechen. Aber wir müssen um eine bestimmte Uhrzeit an einem Ziel sein und das ist halt schon relativ früh. Genau, wir waren jetzt hier in Madras, so hieß das, und waren jetzt hier auch nur für eine Nacht. Muss ja mal das Trinken raussuchen, bitteschön, uns das nehmen. So. Und genau, sind hier gestern angekommen, waren dann nur schnell im Biss Abendessen. Und dann wieder zurück, hatten hier so ein Hotelzimmer, könnte man sagen. Die Econo Lodge ist jetzt nicht so besonders, ein bisschen ähnlich wie dieses Quality Inn. Würden wir aber fast sagen, noch ein bisschen schlechter. Frühstück ist auch inbegriffen. Ich habe dann gedacht, okay, dann gehe ich heute Morgen eben hin und packe ein bisschen was zusammen. Aber die Ausstattung war sehr mau, es sah aus, als ob da keine Elefantenherde lang geplündert war. Und genau, ich musste dann noch fragen, ob die noch ein bisschen mehr Brot haben. Hab dann nur ein bisschen Toast mit Marmelade geschmiert. Genau, haben sie alle Sachen zusammengepackt, haben gar nicht groß ausgepackt. Und dann eben jetzt los und genau, sind jetzt Richtung Portland unterwegs. Da wartet nämlich ein House-Sitting auf uns. Wir freuen uns schon total drauf. Drei Hunde werden da sein, auf die wir aufpassen. Diesmal treffen wir sogar auch die... oh ja, das ist cool. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich eher den Schneeberg da ganz hinten. Genau, diesmal treffen wir auch die Gastgeber oder die Hauseigentümer, Tiereigentümer. Treffen wir auch kurz. Die haben auch eine kleine Tochter. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und sind gespannt. Wir haben jetzt noch einen Stopp auf der Reise, auf der Fahrt, wo wir kurz anhalten wollen. Genau, jetzt geht es erstmal los. Wir frühstücken alle hier im Auto ein bisschen, soweit es geht. Und ja, bis dann. Thank you.
wir sind gut angekommen. Hier hinter uns sieht ihr das Zuhause von der Familie, wo wir jetzt quasi auf das Zuhause und auf die Hunde aufpassen. Wie ihr seht, werde ich hier auch schon fleißig zum Spazierengehen gezogen. Ich habe hier mit mir Emmy. Emmy ist 3 Jahre alt und ein deutscher Schäferhund-Mix. Und dann haben wir noch Cora bei uns in der Unterkunft. Die ist jetzt da noch mit Vivi und den Kindern. Cora ist gerade erst 1 Jahr alt geworden, ein Australian Shepherd Mix. Und eigentlich haben wir noch die 9 Jahre alte Pepper bei uns. Genau, wir sind ja gut angekommen. Wir haben etwas weniger Zeit gebraucht für die Hinfahrt, als wir gedacht hatten. Das lag aber auch daran, dass wir nicht am Mount Hood halten konnten, wie wir das eigentlich geplant hatten. Im Mount Hood gibt es den Trillium Lake, da wollte ich gerne halten, weil das wohl eine super Aussicht auf den Mount Hood halt selber ist. Ein schneebedeckter Berg. Allerdings haben wir gar nichts von dem Berg gesehen, da das komplett mit Nebel verdeckt war, leicht ein bisschen geregnet hatte. Ihr habt das ja vielleicht auch schon in den Videos davor gesehen von unserer Hinfahrt oder halt den Berg nicht gesehen. Und von daher war unser Stopp da auch eher ganz, ganz kurz. Aber wir sind dann dafür hier gemütlich angekommen, 20 Minuten eher als geplant. Das hier ist quasi die Auffahrt zu der Unterkunft, zu dem Haus. Und haben uns dann auch mit den Hauseigentümern, mit den Gasteltern, ich weiß nicht genau, wie ich sie gerade bezeichnen soll, unterhalten, haben uns noch einiges zeigen lassen zur Unterkunft, zum Zuhause, was noch wichtig ist für die Tiere, worauf wir aufpassen sollen, welche Räume wir nutzen dürfen, was es noch Wichtiges gibt an Schlüsseln oder an Aufgaben, die wir halt hier haben. Wobei unsere Aufgaben sich eigentlich nur darauf beschränken, jetzt auf Hunde aufpassen, auf das Zuhause aufpassen und Gassi gehen und füttern. Dann hatten die uns noch erzählt, dass sie Pepper doch weggegeben haben, noch zu, ich glaube, seiner Mutter. Also genau, zu den Großeltern und zu den Eltern, zu den eigenen Eltern, genau. Und wir also nicht auf Pepper aufpassen müssen. Pepper ist wohl ein Rescue Dog, also quasi ein Hund aus einer Rescue-Stelle, aus einer Aufnahmestelle. Und hat wohl gar kein Problem mit Kindern, spielt super gerne mit Kindern. Aber das Problem ist manchmal, dass Pepper und die beiden anderen, wenn die zusammen spielen, sehr, sehr doll toben. Und teilweise das dann auch manchmal wohl eskaliert. Und jetzt hatten die Gastgeber halt überlegt oder die Eltern überlegt, dass die, die Pepper ja auch einfach sonst zu der Mutter kann. Und wir dann noch weniger Aufgaben haben. Wäre für uns halt okay gewesen. Wir hatten das ja vom Vorfeld schon gewusst. Aber so ist es auch in Ordnung. Der Große war natürlich erst etwas schüchtern, als wir die beiden oder als wir die Hunde und die Eltern jetzt oder die Menschen hier kennengelernt haben. Hat aber auch große Freude, denn die haben auch eine kleine Tochter, ich glaube 1,5 Jahre. Und natürlich dann auch entsprechend Spielzeug da in dem Haus. Und das ist jetzt mal wieder ganz neues Spielzeug, womit er spielen kann. Da freut er sich natürlich drüber. Und genau. Wir passen jetzt hier über das Wochenende auf. Heute ist Freitag. Wir sind, wie gesagt, so um 11 Uhr angekommen. Wir sind jetzt eben gerade noch mal los zum Einkaufen. Waren hier in der Nähe einkaufen. Wir befinden uns nördlich von Portland. Wir haben ja im Vorfeld immer schon Unterkünfte gebucht gehabt. Und dann über das Portal Trusted House Sitter überlegt, ob wir halt oder geschaut, ob wir halt Möglichkeiten finden, dass wir vielleicht doch nochmal auf Haustiere oder auf ein Zuhause aufpassen. Das hat ja damals in Melbourne geklappt. Und es hatte sich jetzt auch für hier ergeben. Wir nehmen dafür halt in Kauf, aber das ist ja auch, wie gesagt, von uns ja freiwillig so entschieden, dass wir halt jetzt nicht direkt in Portland sind, sondern halt etwas weiter abseits. Wir sind schon in Washington. Dass wir dann halt nicht so viel vielleicht von der Innenstadt sehen. Das ist ja hier in Amerika auch meistens mal etwas anders mit den Innenstädten. Und wir haben allerdings noch eine Nacht extra in Portland selber. Wenn wir hier quasi fertig sind mit dem House-Sitting, fahren wir dort noch einmal hin, haben da eine Übernachtung in einem Hotel wieder für eine Nacht, bevor wir dann halt Richtung Norden weiterfahren, nach Olympia, zu unserem nächsten House-Sitting dann tatsächlich. Das hatte sich auch so ergeben. Wir sind darüber halt immer ganz froh über dieses House-Sitting, weil das zum einen halt irgendwie was Cooles ist, wenn man halt bei Leuten halt helfen darf.
wir auch gerne Tiere mögen und natürlich das irgendwie so eine Erfahrung für uns ist mit Tieren und aufpassen, aber auch gleichzeitig für die Kinder zum Kennenlernen von Tieren. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken. Ist hier spazieren gehen, mal ein bisschen, halbe Stunde, Stunde. Allerdings sehe ich halt hier keinen Gehweg. Deswegen werde ich hier auch nicht an der Straße lang spazieren, sondern da müsste ich mich nochmal informieren zu dem Dogpark, der da auch genannt wurde. Und würde sagen, Emmy und ich drehen jetzt hier einfach mal wieder um. Lass hier noch ein bisschen schnuppern. Emmy, komm, come on. Und genau, das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend unser House-Sitting und waren jetzt noch einkaufen, hatte ich ja schon erzählt. Und bleiben jetzt hier bis Sonntag, heute ist Freitag. Wir, die hier wohnen, die kommen an dem Sonntagnachmittag, Spätnachmittag wieder. Solange bleiben wir einfach da, wobei genau die beiden Hunde oder die Hunde jeweils auch ihr Körbchen haben. Wobei das ein Körbchen, ein Gitterkörbchen ist und da kommen sie dann halt rein, wenn man mal für länger weg muss. Und während die Große, die Emmy das ja schon wohl sehr gut kann, lernt die Cora das gerade noch, dass sie dann natürlich nicht auf Toilette geht. Ansonsten ist so anderthalb Stunden immer regelmäßig Toilettengehzeit mit der Cora noch. Hatte jetzt aber auch zum Einkaufen super geklappt und das klappt wohl auch über Nacht ohne Probleme. Genau, das ist quasi jetzt hier unsere Aufgabe. Und wir genießen das irgendwie dann auch, dass man in so einem Zuhause ist, einen gewissen Wohlfühlfaktor ja auch dazu hat. Emmy hat wohl schon ein bisschen Hunger, dass hier das ganze Gras schon fast aufgefressen wird. Genau, auch sowas haben wir halt mitgegeben bekommen, Essensplan. Und ja, ansonsten haben wir jetzt für das Wochenende auch nicht viel geplant. Morgen ist ja ein ganzer Tag, den wir denn damit haben. Das schauen wir uns heute Abend mal an, ob wir dann irgendwie noch mal wegfahren wollen, vielleicht auch mit den Hunden. Wir hätten ja theoretisch Platz im Kofferraum. Müsste man dann natürlich, also wir haben da sogar Möglichkeit, eine Leine festzumachen im Kofferraum. Das heißt, das wäre kein Problem. Eben beide Hunde sind auch Autofahren gewöhnt. Und wir werden dann einfach mal schauen, was wir dann halt morgen machen. Oder ob wir halt einfach den ganzen Tag hier entspannt verbringen. Je nachdem, wie das Wetter ist. Bei Regen brauchen wir dann vielleicht auch nicht gerade groß los. Reicht auch das normale Spazierengehen mit dem Hund. Ansonsten ist es hier ein bisschen kälter, nachdem wir ja in etwas wärmeren Bundesstaaten waren, würde ich jetzt mal behaupten, sind wir jetzt hier angekommen und ich hatte heute Morgen mal geschaut, wo wir da losgefahren sind aus Madras, da waren das hier nur 10 Grad, zwischen 5 und 10 Grad sind hier die aktuellen Tagestemperaturen, soll aber wohl nächste Woche besser werden, bis 20 Grad und 26 Grad hin, also ein deutlicher Anstieg, das haben uns unsere Gastgeber hier, sag ich mal, auch bestätigt, dass das ein extremer Temperaturfall wohl gerade ist, wo auch schon mal wärmer war. Und auch wenn wir dann jetzt hier von direkt bei dieser Unterkunft hier nichts mehr davon mitbekommen, so wird das ja bei unserem nächsten Olympia, wo wir sind, Emmy, komm an! Was ja etwas nördlicher ist, aber glaube ich auch nur 2,5 bis 3 Stunden Fahrt. Nicht groß anders sein von den Temperaturen. Und genau, ich mache jetzt noch die Hunderunde mit der Großen. Die haben hier auch einen riesigen Garten im Hintergrund. Richtig cool mit so einer Leine, die im Boden fest verankert ist. Das heißt, die haben da großen Freilauf, weil der Gartenbereich hier nicht umzäunt ist. Das heißt, die werden dann dort entsprechend festgemacht, können da rumlaufen, ohne dass sie weglaufen können. Und ansonsten kann man dann sie dort auch befestigen und mit denen halt entsprechend fangen spielen oder sonstiges. Oder halt für die Pipi-Runde quasi sie auch einmal dort kurz rauslassen. Und die Cora geht durchgehend nur an der Leine, die kommt da noch nicht ran. Die soll das alles noch ein bisschen lernen, was ja auch okay ist. Für uns halt auch nochmal wieder eine Erfahrung mehr, das zu lernen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier langsam mal wieder zurück. Dann gehen wir nochmal ein bisschen den Garten angucken und schauen, was der Tag noch einfach so mit sich bringt. Das heißt, vom Wochenende gibt es halt etwas weniger von uns zu melden, aber das ist ja auch mal nicht verkehrt, wenn es sowas entsprechend gibt. Und wir freuen uns, wie gesagt, einfach über diese Erfahrung hier. Soweit erstmal von mir. Wie ihr seht, werde ich jetzt schon dringend nach Hause gezogen. Emmy, stop, sit down. Sit. Ja. Funktioniert doch. Immerhin. Okay, soweit von uns. Bis dann. Ciao.